Hallo, liebe Geschwister. Ich habe ein Zeugnis mit Bruder Norman aufgenommen und ich darf es euch jetzt vorstellen. Viel Freude und euch Gottes Segen. Hallo, Hallo. lieber Norman. Hallo Julia, grüß dich. Hallo. Hallo. Ja. Gerade am Essen, Entschuldigung. Ich habe noch Besuch, mein Pastor ist noch da. Hallo, Klaus. ich bin der Bruder Julian. Hoffentlich. Hallo. Freut Hallo. uns. Grüß dich, hallo. Hallo. Du und dein Bruder, ihr seid Zwillinge. Ja. Cool. Ich Danke. freue mich auf das Gespräch mit dir. Und schön, dass wir uns kennenlernen. Gerne. Willst du mir erzählen, wie du zu Jesus gefunden hast? Gerne sogar, ja. Also ich bin ein bisschen heiser. Das ist nicht schlimm, ich Auf jeden verstehe Fall. dich. Alles Alles gut. gut. Ja, es war so. Im alten Leben, also ich habe ein depressives Leben geführt, ich habe gar nicht gelebt. Also ich war nur eine leere Hülle. Ja. Habe damals viel mit Ablehnung gelebt und kam halt auch aus einem Familienhaus, wo jetzt nicht wirklich viel Liebe war. Ja, das führte schlussendlich dazu, dass ich, klar, du musst dir das so vorstellen, wir sind, das ist wie als wenn man ausgesetzt war und dann auch nach dem Motto, ohne Schutz hat man gelebt. Man hat viele Dinge ausprobiert, man ist viele verschiedene Wege gegangen, die aber nur ins Leere geführt haben. Man ist viel gefallen im Leben. Ich war ganz oft in der Psychiatrie, habe auch viele Medikamente geschluckt und war so gesehen eigentlich ein Versuchskaninchen. Habe es machen lassen, weil ich geglaubt Okay. habe, früher, die helfen mir. Es hat mir nicht geholfen, es hat mir eigentlich nur geschadet halt, ne? Und das führte dann hinzu bis zu Isolation, Ängste, Drogen. Ich habe Marihuana zu mir genommen und ja, das führte dann dahin, dass ich dann irgendwie gemütsmäßig irgendwie abgedriftet bin. Ich habe dann gewisse Sachen ausprobiert mit Meditation damals und ja. Dritte Auge und sowas, wie sich das nennt, alles aus der falschen Richtung halt. Und Ja. ja, hinterher war es dann so, dass ich so voller Angst war. Ich habe nichts mehr berührt zu Hause bei mir. Ich habe nur noch Waschzwänge gehabt. Ich musste mich mehrmals duschen auch am Tag. Ja. Und irgendwann bin ich zusammengebrochen. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie einen Impuls bekommen. Ich wollte eine Bibel lesen, Neues Testament lesen, habe mir gedacht, weil ich emotional an Mama gebunden war, Ja. habe ich mir gedacht, ich wünsche mir eine Bibel zu Weihnachten. Ne? Und irgendwie hat mir dann irgendwie eine Stimme gesagt, ja, das ist jetzt dran, das ist jetzt einfach dran. Ne? Und ich habe dann angefangen reinzugucken und ich habe dann gelesen und dann, oh, was ist das denn so? Ne? Irgendwie habe ich das erschreckt erst. Ne? Ich habe gedacht, ja, ich bin ja voller Sünder und so, ne? Ja. Soweit ich mich erinnern kann. Ne? Habe das erst weggelegt, wieder die Bibel. Und dann war wieder, nee, irgendwas ist da dran. Und dann habe ich das angefangen, das Neue Testament zu lesen. Erst etappenweise. Ich habe lange gebraucht, weil Ja, klar. ich konnte auch erst nicht lesen. Ich war so weggedriftet im Kopf. Ich konnte gar nicht mehr klar denken. Also Verstehe das ich. ist wie ausgesaugt gewesen in meinem Kopf. Ne? Und ja, und dann habe ich das Neue Testament ein zweites Mal gelesen und dann habe ich irgendwie gemerkt, da ist irgendwas, das spricht lebendig zu mir. Ja. Und ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Es sind Perioden gewesen, Schritte gewesen, wo ich gemerkt habe, dass Papa Gott mir was zeigen möchte. Ich war danach in der LWL, also dazwischen war ich in der LWL und dann hat Gott mir auch jemanden geschickt. Und das war eine Frau damals und die hat mir ein paar Sachen erzählt und ich wusste einfach, Gott hat mir diese Person geschickt einfach. Preist Und Herrn, ne? ja, das ist, und ich habe diese Frau umarmt und ich habe einfach was gespürt. Eine Kraft habe ich gespürt halt auch. Und
Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich habe es auch nicht wirklich viel ausgefragt, aber ich wusste einfach, hat sie geschickt für mich. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Sie hat mich dann irgendwann angesprochen und es ist, naja, es dauert zu lange, wenn ich jetzt darüber Ja, spreche. das ist Sie, okay. so, ich habe angefangen zu beten und das ging dann damals so. Dann habe ich zu Gott, zu Papa gebetet. Papa, zeig mir doch bitte eine Arbeitsstelle, wo ich hin kann, welche Firma ich hingehen kann. So, und dann kam dann irgendwann die Gebetserhöhung und dann war es eine Firma und da habe ich eine Bewerbung hingeschickt und derjenige war auch Christ halt, ne? Super. So, und dann, super, Ja. Halleluja, preis den Herrn. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, ich wusste gar nicht, wo die Firma war und ich hab mir gedacht, Gott, bitte schick mich zu dieser Firma, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist in dem Ort, ne? Und Gott hat mich da so gesehen dann hingelenkt halt, ne? Und da habe ich es hinterher gefunden, AFK, da wusste ich Bescheid, ne? Aber es war wieder was anderes, woanders, hätte die Firma Ja. nicht mehr da gehabt. Und als ich dann bei ihm war, hat er mir gezeigt, so wie betet man überhaupt, ne? Und so etappenweise hat Gott mir einfach die Wege gezeigt. Ich bin auch das erste Mal in einer Gemeinde gewesen, das war damals noch in Hamm. In Hamm war das, die Gemeinde Ja. Gottes. Ich habe erst gedacht, so, oh, was ist da, wenn ich jetzt reingehe und so. Und Ja. ich habe mich gar nicht getraut, erst ne, generell in eine Gemeinde reinzugehen, ne? Verstehe Das ich. war. Ja, ich kannte das so, aber ich habe Angst gehabt, was denken die Leute über mich, ne? Und weil ich eine Menschenfurcht hatte, ich hatte Angst vor Menschen gehabt auch und Gott hat mir immer neue Wege gezeigt, neue Wege gezeigt, ne? Und einfach, dass das Vertrauen da ist, dass immer mehr das Vertrauen gewonnen wird. Und ja, schlussendlich wurden wir dann Brüder auch, wo bei denen, die ich auch war, wir haben da erst keinen Kontakt gehabt, aber dann hat Gott dann alles wieder gelenkt und ja, ich war dann erst danach in einer Landeskirche. Ich habe dann auch Bibelschule mitgebracht, Ja. nicht Bibelschule, aber Bibelkreis. Aber ich habe gemerkt, so, es war immer nur sonntags. Es ist nicht, das kann nicht alles sein, dass man nur sonntags in die Kirche geht, eben Lobpreis macht oder das Vaterunser auch sagt, es muss mehr dahinter Ja, sein. Es muss mehr dahinter sein. das Und kenne ich auch. genau. Und dann habe ich intern irgendwann erfahren, okay, das alte Leben muss man ja auch begraben, ne? Amen, Und ja. ich habe gedacht so, okay, ich wusste erst gar nicht, dass man sich taufen musste, ne? Dass es Pflicht war. Ich habe erst gedacht, das ist eine freiwillige Angelegenheit, ne? Ja. Okay, dann habe ich gebetet, gebetet und da war ich hinterher noch in einer anderen Freikirche. Habe dann sofort gesagt, ach, ich muss mich taufen lassen direkt, ne? Aber da war noch nicht direkt da. Da war dann auch genau, ich habe dann irgendwann gemerkt, so, nee, es ist nicht hundertprozentig hier. Ich war dann nochmal in einer Kirche, habe dann nochmal zu Ja. Papa gebetet, Papa, bitte zeige du mir den Ort, wo ich mich taufen lassen kann. Ob es in Ja. einer Hausgemeinde ist oder Hauskreis oder wie auch immer, ne? So, und dann war das dann halt so, dass der Matthias hieß der, wo ich damals meine Firma gearbeitet habe, der hat mir eine Nummer gegeben. Von dem Pastor, der jetzt hier sitzt, Klaus, ne? Super. Und ich habe die Nummer monatelang bei mir im Handy gehabt Ja. und habe mir gedacht, so, ja, ich habe sie drauf, aber irgendwann habe ich so einen Impuls bekommen, ich muss den irgendwie mal anschreiben. Und das war der Klaus dann halt, ne? Und dann hat man sich dann kennengelernt und dann hat man sich dann irgendwann bei im Supermarkt getroffen und der hat mir dann gesagt, so, ja, kommt doch mal rum und so. Und dann hat man sich dann nochmal getroffen am Tag und dann beim dritten Mal wurde dann gesagt, so, ja, kommt doch mal rum, bringt eine Bibel mit. Und da wusste ich, okay, da ist was, da will Papa mich hinschicken. Irgendwas will Papa mir da sagen. Und ja, da hat man sich kennengelernt und schlussendlich habe ich dann sofort gemerkt, weil man sich da öffnen konnte in der Hausgemeinde. Es ist eine super Familie, eine Glaubensfamilie und da will Papa mich haben. Und da wusste ich auch sofort, okay, hier ist es, wo ich mich taufen lasse. Und zwei Das ist Tage später habe wunderbar. ich dann Halleluja, und 2 Tage Ja, später habe ich mir was dann für auch ein taufen lassen, ne? Und da hat mir Papa halt die Wege da gezeigt. Und naja, dann ging es dann auch dann direkt los. Man hat angefangen, für andere Menschen zu beten, für Befreiung auch. Ich habe selber Befreiung gehabt, ich habe Dämonen gehabt und sowas. Ja. Und da kam viel raus, weil ich habe damals okkulte Sachen gelesen und ja, alles, was in der falschen Richtung war halt, ne? Und das möchte ich als Zeugnis weitergeben. Dass die Leute am besten die Finger davon lassen sollten. Auch was Ja. Horoskop angeht, gar nicht anrühren, das geht sofort in die falsche Richtung. Denn Jesus Christus ist der einzige Weg zum himmlischen Amen. Vater.
So wie es in Johannes Kapitel 14, Vers 6 steht, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der einzige Weg. Und das möchte ich Auf weitergeben. jeden Fall, da gibt es Die nichts Menschen, die sich dran das zu rütteln. Zeugnis angucken, ne? Jesus Ja. Christus ist der einzige Weg. Und Jesus Christus hat mich aus der Ketten der Angst befreit. Ich war ein Mensch voller Angst. Jetzt kann ich mit Freimut durch die Stadt gehen. Ich merke Klar, habe man das, manchmal auch ein das paar ist, Beklemmungen. ja, Aber Gottes Geist führt mich. schön. Und die Menschenfurcht wird immer weniger, immer weniger. Und Christus hat mich da rausgeholt, befreit. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Preis dem Herrn, mein Lieber. Halleluja, preist den Herrn, ne? Wie war das Genau. Gefühl bei dir, als du aus dem Wasser rausgekommen bist? Also nach der Taufe, du bist da eingetaucht und dann wurde aus dem Wasser. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, wie du dich gefühlt hast und Also ich habe da vorher Befreiung gehabt. Es kam ja Dämon auch raus und ja. das war schon Befreiung hinterher. Und Okay. nach der Wassertaufe, man Ja. hat irgendwie geglänzt im Gesicht. Ja, Man hat sich kenne Gummi ich. auch gefühlt. Also weißt, man hat sich wie eine Feder gefühlt und man hatte nicht mehr diese Schwere gehabt. Man konnte einfach rausgehen. Man hat die Bibel auch ganz anders verstanden, Ja. viel klarer. Man hat den Drang gehabt, Menschen von Jesus zu erzählen. Wir sind auch die Menschen hingegangen, haben gesagt so, darf ich für dich beten? Und ja, alles ohne diese Schwere. Man Ja. hat einfach den Übergang gespürt. Das ist Man hat, das. war davor gar, genau, man hat davor gar nicht gelebt, man war davor tot und danach hat man erst gelebt, richtig. Amen. Genau. Amen. Halleluja. Ja, ich kann dir da echt beipflichten, dass man so einen Drang hat, einfach den anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Na? Genau. Man möchte es einfach, man wird gezogen vom Heiligen Geist. Na? Ja. Das ist toll. Und ich wünsche Halleluja. mir, ich habe vorher schon gebetet dafür, dass das Zeugnis viele Menschen erreicht und dass sie auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, na, dass sie dann so das hören und dann sagen, ah ja, das habe ich auch erlebt, zum Beispiel, na. Genau. Jetzt will ich da tiefer in die Sache einsteigen und mir auch eine Bibel zu nehmen. Richtig. Das, Halleluja. und die erzählen es vielleicht anderen weiter und sagen, ja, ich will auch ein Zeugnis erzählen. Und so wird am Reich Gottes gearbeitet. Na? Das ist echt Halleluja. toll. Klar, man geht manchmal jetzt so nach der Taufe, man geht auch durch schwierige Zeiten, man Ja. geht auch durch Perioden. Ich habe im Moment eine Zeit, wo ich manchmal ist es auch so, da ist man auf Sparflamme. Da brennt man manchmal nicht so. Aber wichtig ist halt auch, damit das nicht nur auf Sparflamme ist, dass man für Gottes Reich arbeitet. Klar, es gab Phasen, es gibt auch jetzt noch Phasen, wo ich nicht so viel für Menschen bete, auch nicht mehr viel Bibeln verteile. Aber wenn man für Gottes Reich arbeitet, wenn man anfängt und glaubt und diese Schritte geht, die Glaubensschritte, dann merkt man, ah, diese Kraft, das. Diese Liebe einfach und ja, dass man nicht sitzen bleibt, das ist ganz wichtig. Gerade wenn man auch depressive Episoden hat, wenn man für Gottes Reich arbeitet, dann merkt man auch, dass die Depression oder diese Verstimmung, die gerade da sind, dass sie einfach im Nu verschwinden halt, ne? Das stimmt, in einem Augenblick, ne? Verschwinden die. Ja, Ich wollte sagen, richtig. mir hilft es zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf Sparflamme bin, ne? Den Herrn zu danken, das fiel mir echt schwer, in schwierigen Zeiten zu danken. Ihn dann zu Ja. danken und sagen, du hast alles unter Kontrolle und dann in Sprachen zu beten. Und dann Richtig. ist man wieder auch erfüllt mit dem Heiligen Ja, Geist, ne? richtig. Und ich will noch was sagen. Klar, manchmal passieren noch Sünden auch, aber uns muss bewusst sein, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass Gott Vater uns vollkommen sieht in Christus Jesus. Er Genau. schaut nicht mehr auf unsere Sünden. Nein. Klar, wir machen alle Fehler, Wir sind nur nur wir Menschen. brauchen uns nicht, genau, wir brauchen uns nicht verdammt fühlen, Nein. weil wir sind eine neue Schöpfung sind. Amen. Preist den Herrn. Preist Ich den Herrn.
Ich finde Und es echt. das möchte ich als Ermutigung für die Ja. Menschen mitgeben, ne, dass sie unendlich geliebt werden, dass Papa Gott sie unendlich liebt. Und ja. Ja. Halleluja. Passt mehr, ne? Preis dem Herrn. Schön. Hast du noch Wunder, die du mit Gott erlebt hast? Die du erzählen möchtest, die mir jetzt spontan einfallen. Also ich habe mal ein Erlebnis gehabt vor der Taufe, da war ich im Zug, da habe ich in dem Moment eine Stuckateurumschulung gemacht. Okay. Dann, das war, ich weiß nicht, wann das war ganz morgens noch, und da war ich über Stadt im Zug, und dann flog da so ein Marienkäfer, und ich wusste gar nicht, warum fliegt da jetzt ein Marienkäfer, ne? Und dann habe ich dann gemerkt, da war dann hinterher auf meiner Schulter hier. Ja. Und dann habe ich auf einmal eine Liebe gespürt, eine so tiefe Liebe, dass ich in dem Moment gemerkt habe, ich bin nicht mehr hier jetzt so. Und ich habe ein Lächeln gehabt, ich habe einen Strahlen gehabt. Ich hatte so gesehen einen, ich sag mal, fast so einen emotionalen Ausbruch gehabt. Die Leute haben in dem Moment vielleicht gedacht, ich hätte mir irgendwas eingeschmissen oder so, ne? Aber Egal. irgendwie war so klar, Papa ist gerade da und ich durfte einfach seine Liebe spüren, ne? Und dafür bin ich sehr dankbar, ne? Super. Ich wusste es einfach, dass Papa da war, dass der Herr einfach neben mir stand, einfach. Ja. Man hat ihn nicht gesehen, aber ich wusste einfach, in dem Moment hat er mich einfach umarmt, ne? Und das war einfach nur Halleluja, ne? Das freut mich sehr für dich. Halleluja. Ich wollte sagen mit der Bibel, ne? Wenn man Jesus noch nicht kennt, ne? Und man liest die Bibel so, dann ist die Bibel nicht lebendig. Aber Genau. wenn man wiedergeboren ist und eine neue Schöpfung, und wenn man dann die Bibel liest, dann und man die einzelnen Verse liest, dann wird sie auf einmal lebendig und ist ganz anders, ne? Klar, auf jeden Fall. Halleluja. Also ich freue mich und danke dir für das Zeugnis. Hast du noch Sehr gerne. Lust, mit mir zu beten? Gerne, klar. Willst du anfangen? Ich fange gerne an, ja. Okay. Dein Vorname war Julian, ne? Ja. Ah, Und okay, dein, alles klar. ja, Norman, ne? Norman, genau. Okay. Ja, Gott Vater im Himmel, ich danke dir für Julian. Ich danke dir für das Interview, dass ich mein Zeugnis weitererzählen darf, Gott Vater im Himmel. Ich bete dafür, dass viele Menschen dieses Zeugnis hören, zu Herzen nehmen, dass sie Impulse sammeln und dass sie erkennen, dass Jesus Christus wahrhaftig unser König, unser Gott ist und dass er der einzige Weg ist und die einzige Wahrheit und das Leben selbst ist. Halleluja. Ich danke dir für Julia. Ich danke dir, dass ich ihn kennenlernen darf, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass er unser geliebter Bruder ist und dass wir ja, uns ermutigen dürfen, dass wir Früchte sammeln dürfen in Jesu Namen. Ich danke dir für Gott, Vater. Halleluja, Halleluja. Ich bete für jeden Menschen, der sich das Zeugnis anguckt und dass er Gottes Segen empfängt und dass er erkennt, wie sehr er geliebt ist. Halleluja. Und das proklamiere ich jetzt in der geistigen Welt in Jesu Namen und ich danke dir. Halleluja. Amen. Lieber Vater, ich danke dir auch jetzt für das tolle Gespräch mit Norman. Segne du ihn. Und segne auch die Brüder, die jetzt bei ihm sind. Du bist einfach wunderbar, Vater. Danke, dass du unsere Schöpfung, dass du unser Schöpfer bist und dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir so sehr. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Amen. Amen. So, Halleluja. 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 Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und deine Brüder, deine Mitbrüder auch. Und ihr seid gesegnet, ja? Amen. Halleluja. Und vielleicht kann man sich ja irgendwann mal zusammen treffen, wenn das Ganze mit der Pandemie wieder vorbei ist. Dass man dann zusammenkommt und zusammen mal auf die Straße geht und für die Menschen Gerne, betet. gerne. Super, Alles Liebe danke. euch! Alles Ja, klar. danke. Bis dahin. Ciao. Ciao!